Ich soll es kurz machen. Ich kann es aber nicht in 3 Sekunden sagen, weil ich ziemlich beeindruckt bin von dieser Veranstaltung und weil diese Veranstaltung eigentlich zeigt, wozu Bürgerbeteiligung ist, dass man nämlich klüger wird und dass man mehr Perspektiven auf ein Thema bekommt. Das ist für mich Bürgerbeteiligung. Das ist Sinn und Zweck von Bürgerbeteiligung. Und ich finde diese 5 Instrumente erstmal gut. Und wenn man sie hört, denkt man, super, eigentlich schon alles durchdacht. Und dann ist man 2 oder 3 Stunden hier und dann versteht man, dass man wieder ganz viele Aufgaben noch hat und ganz viele Dinge klären muss. Ich nehme nur 5 Punkte. Ein Punkt ist Ressourcen. Ja, das geht natürlich an mich und am Schluss auch wieder an ein Abgeordnetenhaus. Wenn wir solche Bürgerleitlinien beschließen, das Abgeordnetenhaus, dann muss es nachher auch im Haushalt Dinge beschließen. Weil ohne die Ressourcen wird das eine Totgeburt, eine totale Totgeburt. Und da kann ich nur allen sagen, da brauchen wir noch viel Kraft und das müssen wir immer wieder sagen. Und das haben übrigens alle hier gesagt, ob das jetzt der Herr Roth vom Bezirksamt ist oder die Bürgerin, weiß ich jetzt gerade den Namen nicht mehr, Entschuldigung. Aber alle sehen genau dieses Problem. Ja, und dann wird es eine Totgeburt. Was ich sehr interessant finde und was immer wieder Kernpunkt ist und was mich wirklich auch umtreibt, ist diese Frage der Verbindlichkeit, und zwar der gegenseitigen und vielseitigen Verbindlichkeit. Und da können wir uns nicht rumdrücken, dazu müssen wir was sagen in diesen Leitlinien, weil das ist das A und O von erfolgreichen oder eben nicht erfolgreichen Beteiligungsprozessen. Die Frage der strukturellen Voraussetzung, ich habe jetzt gerade das Thema Ressource gesagt, das haben Sie sehr stark angesprochen, da müssen wir noch tiefer gehen, sonst funktioniert es auch schlecht. Und das Thema der Erwartungshaltung, ja? Wenn wir nämlich das Thema Verbindlichkeit, strukturelle Themen, die das Thema der Ressourcen nicht gelöst haben, dann werden wir untergehen in den falschen Erwartungshaltungen. Also das sind so für mich so 4, 5 Punkte, die nochmal sehr schön herausgearbeitet wurden und die natürlich jetzt Auftrag sind, wieder an das Arbeitsgremium. So sieht es aus. Und insofern war das ein hervorragender Abend und auch ein sehr motivierender. Und ich möchte mich bei Ihnen allen, ich glaube auch im Namen des Arbeitsgremiums, weil ich sitze ja nicht im Arbeitsgremium, ja, aber ich glaube im Namen des Arbeitsgremiums wirklich bedanken, weil ja auch da draußen noch viele Dinge stehen, immer umsetzungsorientiert, immer fragen, wie kriegen wir es auf den Boden, dass wir uns nicht überfordern, nicht unterfordern und am Schluss ein Schuh draus wird. Vielen Dank. Gehen Sie in hoffentlich nicht zu kleinen Schuhen, unbequemen Schuhen jetzt nach Hause, sondern kommen Sie gut nach Hause. Danke.